An das Bayern-Festival in der Kofas Arena wollten die Mainzer sehr gerne anknüpfen. Doch beim VfL Wolfsburg, beim Auswärtsspiel, da lief es lange nicht nach Matchplan von Thomas Tuchel. 2:2 unentschieden hieß es am Ende. Und damit herzlich willkommen zu Gut gekickt, dem Fußball-Fan-Magazin hier auf Gutenberg TV. Über dieses Auswärtsspiel möchten wir gerne in der Mainzer Runde sprechen. Und dazu habe ich Gäste eingeladen. In 24 Jahren hat dieser Mann fast alles erlebt, was der Fußball zu bieten hat. So lange ist er nämlich schon Präsident des FSV Mainz 05. Herzlich willkommen, Harald Sturz. Hallo, miteinander. Seit 2005 lebt er seine Fanleidenschaft nicht nur im Stadion aus, sondern auch im Internet. Heute zu Gast der Webmaster des Mainzer Online-Fanmagazins Kickes. Hallo, Ben Prasse. Und er ist Vorsitzender des Fanclubs Die Menzelmänner. Ich begrüße Raimund Thomas. Abend. Ja, die Fans waren eigentlich ziemlich heiß nach diesem grandiosen Heimsieg gegen die Bayern. Das ist dann schon so ein besonderes Gefühl gewesen. Und dann kam das Spiel gegen Wolfsburg. Was haben die Fans serviert bekommen? Harald, was war bei Ihnen? Sie waren diesmal ausnahmsweise nicht im Stadion unterwegs, sondern zu Hause am Fernseher. Wie war das Gefühl dort? Ja, das ist natürlich ein besonderes Gefühl, wenn man so ein Spiel am Fernsehen erlebt. Weil normalerweise fahre ich natürlich mit zu den Auswärtsspielen, aber es gab Termingründe, dass ich dieses Mal nicht mitgefahren bin. Und wenn man zu Hause sitzt und kriegt dann so eine erste Halbzeit mit, dann kannst du schon ins Sofakissen beißen. Das ist die eine Seite. Und im Stadion bist du eigentlich unter deinen Kumpels und da kannst du dich auch frei schreien und eigentlich auch ein bisschen Wut ablassen. Aber das kannst du zu Hause schlecht. Und in der zweiten Halbzeit muss ich sagen, große in Anführungszeichen, aber eine gute Leistung unserer Mannschaft, weil sie sich ganz einfach zusammengenommen hat und hat gesagt, hier kann man mehr holen. Also gemischtes Gefühl einfach so letztendlich. Es waren mal wieder zwei verschiedene Halbzeiten, wie wir es schon öfter in dieser Saison ja auch erlebt haben. Ben, wie haben Sie das Spiel miterlebt? Sie waren in Wolfsburg mit dabei. Ich war in Wolfsburg vor Ort und es war ein bisschen, ja, der erste Halbzeit nach dem Halbzeitpfiff dachte niemand, dass da noch irgendwas geht. Und Thomas Tuchel hat, glaube ich, die richtigen Worte in der Kabine gefunden. Er hat schon während des Spiels vor der Bande sehr doch vehement agiert und hat auch, glaube ich, mit der Auswechslung von Marco Caligiuri in der 30. Minute versucht, schon ein Zeichen zu setzen, hat taktisch umgestellt. Das hat nicht so ganz funktioniert. Dann gab es dann noch das Gegentor kurz vor der Halbzeit. Und ja, es war Licht und Schatten, wie man so schön sagt. Und ja, die erste Halbzeit war auf jeden Fall der Schatten. Alles mit dabei. Raimund, was haben Sie von dem Spiel erwartet, gerade nach diesem Bayern-Spektakel? Ich habe ganz klar erwartet, dass das jetzt auch noch mal mit Elan dran geht. Aber gut, nicht jeder Tag ist gleich. Das muss man auch den Spielern zugestehen. Erste Halbzeit vergeigt, aber dafür zweite wirklich umso besser. Hat mir gut gefallen. Wobei wir ja den Wolfsburger sehr gerne als Gegner haben, auch gerade auswärts. Da haben wir nur mal kurz mal in die Historie geschaut. 3:3 gab es in der Tuchel-Premieren-Saison, 4:3 Erfolg im Vorjahr und diesmal 2:2. War da mehr drin, Ben? Was meinen Sie? Ja, klar, wenn man die erste Halbzeit wie die zweite gespielt hätte, die Wolfsburger waren nicht besonders gut. Die hatten einen Ballbesitz von, ich glaube, erste Halbzeit 45% oder 40% und wäre natürlich schon ein bisschen mehr gegangen, wenn man da von Anfang an so aufgetrumpft hätte. Aber hätte, könnte, wäre, ist immer ein bisschen hypothetisch. Vielleicht hätten die Wolfsburger in der zweiten Halbzeit uns dann noch an die Wand gespielt. Ich glaube, wenn man am Anfang gesagt hätte, wir holen einen Punkt in Wolfsburg, wären, glaube ich, alle halbwegs zufrieden gewesen nach dem Verlauf mit Jan Kirchhoff, der kurz vor Ende noch mal hätte einköpfen können. Ist halt ein bisschen schade, aber ja, ich glaube, mit einem Punkt kann man ganz gut leben. Die Bayern 3 Punkte noch im Rücken, das sind 4 Punkte aus 2 Spielen und das im Abstiegskampf, ich glaube, da kann man schon mitleben. Ein Punkt in Wolfsburg, hätten Sie damit gerechnet, Harald? War das auf Ihrem Plan oder war da eigentlich alles drin? Also das kann man ja schlecht planen. Tatsache ist, dass du beim Auswärtsspiel immer zunächst einmal daran denkst, hoffentlich verlierst du nicht. Wenn du natürlich deinen Spielverlauf dann bewertest und siehst, du liegst 2:0 zurück, siehst aber auch gleichzeitig, dass diese Wolfsburger Mannschaft jetzt auch nicht gerade eine Übermannschaft war, sondern unsere ganz einfach mit angezogener Handbremse so ein bisschen aufgelaufen sind, dann glaube ich, ärgerst du dich als Verantwortliche genauso wie der Spieler selbst. Denn das haben ja auch die Kommentare ergeben, die haben ganz einfach nicht dieses Zutrauen gehabt, wie jetzt beispielsweise bei dem letzten Heimspiel gegen Bayern München. Aber man darf natürlich jetzt das Bayern-Spiel nicht als Gradmesser für alle Spiele nehmen. Das war ein hervorragender Tag für die Mannschaft. Und jetzt hat man gesehen, dass es eben in der Tat eben im Fußball nicht so ist, dass man eine Leistung, und das ist ja der Unterschied zu einer absoluten Spitzenmannschaft, die eine große Kontinuität hat, dass es eben auch bei uns Leistungsschwankungen gibt. Aber ich glaube, das ist sehr lehrreich gewesen, dieses Spiel, weil diese Mannschaft und vielleicht noch gar nicht weiß, wie gut sie auch konstant spielen kann. Und man muss halt dann auch diesen typischen 0-5-Fußball spielen, nämlich da musste halt man dagegen halten, musste auch mit Leidenschaft einfach auch überzeugt sein, an diesem Tag gewinne ich dieses Spiel.
Das war alles. Und so war das ja bei dem Bayern-Spiel vielleicht tatsächlich so eine Kopfsache, dass man sagt, das ist einfach ein Ding, wenn die Bayern schon mal zu Hause sind, in der neuen Arena ausverkauft, da will man schon ein bisschen anders auftrumpfen. Was hat Ihnen gefehlt, Raimund, gerade in der ersten Halbzeit bei den Mainzern? Ja, einfach mal das Draufgehen, mal konstant wirklich auch als Mannschaft zusammenzuspielen. Ich hatte da wirklich 10 Einzelkämpfer da auf dem Feld gesehen. Da hat jeder gemeint, den anderen mal machen lassen zu müssen. Und da hat sich jeder auf den anderen verlassen. Und das hat mir irgendwie total gefehlt, einfach dieses Gemeinschaftsgefüge, wie es gegen Bayern war, wo da wirklich 10 Mann mit 11 mit Torwart da wirklich zusammengespielt haben und eine Einheit gebildet haben. Und das hat mir am Samstag einfach gefehlt. Ja, aber da muss man vielleicht ergänzen, es ist auch sehr schwierig zu spielen, wenn ihr eine Mannschaft wie Wolfsburg 2-0 führt, stellt sich hinten rein, wartet auf Konter, dann musste schon eine Spitzenmannschaft sein, letztendlich, um diese Abwehr dann auch auseinanderzunehmen. Und das waren wir an dem Tag nicht, das haben wir auch schon öfters erlebt. Das ist eben bei Spitzenmannschaften so, dass sie eben aufgrund der Individualisten, die sie in den Reihen haben, dann auch eine Abwehr auseinandernehmen können. Also das ist immer sehr schwierig, alles zu vergleichen. Letztendlich können wir froh sein, dass wir den Punkt geholt haben. Aber naja, hätte wenn und aber zählt im Fußball nun mal nicht. Richtig. Und auch Thomas Tuchel hat so beide Seiten ein bisschen beleuchtet nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Ich denke, dass wir heute in der ersten Halbzeit fast alles haben vermissen lassen, was eigentlich die Basis für unser Spiel ist. Aufmerksamkeit, Wachheit, Aggressivität, den Mut, vorwärts zu verteidigen, taktische Kompaktheit. Dieser Auswärtspunkt war lange weit entfernt. Sie sagten, Sie haben eigentlich da schon gar nicht mehr dran gehofft. Wann kam die Wende bei Ihnen jetzt ab? Abgesehen vom Tor dann. Ja, aber eigentlich war schon das Tor, das 2-1. Es gab ja nicht so viele Torchancen vorher, dass man hätte sagen können, okay, jetzt, als wir das letzte Mal 3-0 zurückgelegen haben, da hat man schon gemerkt, die Mannschaft will noch weitermachen. Da war das auch ein glückliches 3-1, was wir dann geschossen haben. Aber die Mannschaft hatte ja schon viel mehr gegeben. Ich glaube, der Vorteil war, dass dieses 2-1 uns ein bisschen gepusht hat, aber auch die Wolfsburger extrem verunsichert hat, weil die sind dann wirklich ins Schwimmen gekommen und haben dann auch die Zweikämpfe nicht mehr so gewonnen. Und das war, glaube ich, dann unser großer Vorteil, dass wir dann die Schwäche von den Wolfsburgern, die an dem Tag auch nicht wirklich gut gespielt haben, dass die noch schwächer geworden sind und wir dann mit einer besseren Leistung dann doch noch die 2 Tore schießen konnten. Sie hatten schon angesprochen, nach 30 Minuten Caligiuri wurde schon ausgewechselt. Das ist ja natürlich so ein harter Schritt, auch gleich so früh. Thomas Tuchel, mit seinem Matchplan gerade gegen Bayern kam es wieder auf, dass er sich das so zurecht plant und es dann aufgeht. Was ist diesmal nicht aufgegangen, Harald? Also sagen wir mal so, das kann man auch, da muss ich sagen, was ist nicht aufgegangen? Caligiuri war gegen Bayern einer der besten Spieler, hat jetzt nicht seinen besten Tag gehabt, aber dann ist natürlich, nachdem es 2-0 gestanden hat, Thomas Tuchel derjenige, der auch sagt, wir müssen mehr für die Offensive tun, weil es nutzt uns ja nicht, ob wir jetzt 3-0 verlieren oder ob wir jetzt ganz einfach warten, dass wir ein Tor bekommen oder wir müssen versuchen, selbst eben ein Tor zu schießen. Und das hat er halt umgesetzt, aber man kann natürlich auch nicht sagen, man kann ein Spiel planen, so perfekt, weil der Gegner ist ja auch noch da, das vergisst man ja manchmal. Und Wolfsburg war zwar nicht gut, aber vielleicht haben die auch ein bisschen anders gespielt, als man es erwartet hat. Die sind erst mal drauf, aber dann haben sie sich ja völlig zurückgezogen. Und das als Heimmannschaft, das ist ja das Verwunderliche. Nun war aber auch Wolfsburg nicht in der besten psychischen Verfassung, denn die haben das Wochenende davor eben in Augsburg auch verloren. Und von daher war das natürlich schon ein für uns glückliches Moment, dass man eben mit diesem Anschlusstreffer tatsächlich auch die psychologischen Seite auf seiner Seite hatte und den Vorteil hatte, dass man sagt, jetzt können wir uns einfach noch einen Punkt holen. Und der wurde glücklicherweise geholt. Kommen wir nochmal auf das Spiel gegen die Bayern im eigenen Stadion. Es sind jede Menge neue Fans dazugekommen, weil das Stadion größer wurde. Harald, wenn Sie jetzt mal aus Ihrer Position das neue Stadion beurteilen, was fehlt noch, dass die Fans noch näher zusammenwachsen oder was ist Ihrer Meinung nach schon passiert? Also ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Es war aber auch klar, wir sind von einem Stadion in eine Arena gezogen. Wir sind aus dieser Bruchweggemeinde, sind wir in ein Stadion hineingewachsen oder wollen hineinwachsen und da sind immerhin 10.000 neue Leute dabei. Auch das muss man sehen, die Sitzordnung war nicht mehr so wie im Bruchwegstadion. Die Fans auf den Stehplätzen sind eigentlich zusammengeblieben, aber es gab logischerweise auch andere Gruppierungen. Und das haben wir am Anfang der Saison gemerkt, dass eben diese Gemeinschaftlichkeit oder diese gemeinsame Unterstützung ganz einfach noch nicht da war. Es hat angefangen beim Spiel gegen VfB Stuttgart. Gegen Bayern war es gut,
Und da habe ich schon gedacht, na jetzt so langsam kriegen wir diese Stimmung hier auch ins Stadion rein. Das wird auch so kommen, aber man muss natürlich auch konzidieren, es sind völlig andere Rahmenbedingungen und wir sind eben auch 10.000 Leute mehr, über 10.000, nämlich 14.000, wenn man es genau nimmt. Und es ist natürlich auch ein anderes Publikum, weil man auch eine andere Atmosphäre hat als im Bruchwegstadion. Es kommen natürlich auch viele, die jetzt auch endlich mal eine Karte bekommen, die sagen, ich will ja mal hin, aber sie sind ja jetzt nicht direkt von heute auf morgen 05 Fans, Freunde, Mitglieder, sondern die wollen sich das erstmal angucken. Dann sind viele Geschäftsleute dabei, das braucht man im Fußball halt auch heutzutage. Und so gehe ich davon aus, dass man eben große Begeisterung entwickelt, denn ich habe mit vielen gesprochen und gesagt, das ist sensationell hier. Und dann lasst uns einfach noch ein bisschen Zeit und Selbstzeit geben. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass unsere Fans eben auch immer wieder den Versuch unternehmen und nicht enttäuscht sind, wenn nicht gleich der Funken überspringt, wenn die anderen nicht gleich mitmachen, obwohl unsere wirklich alles dafür tun, dass es so geschieht. Also wir warten mal ab, wie die Vorrunde jetzt mit dem letzten Spiel am Samstag ausgeht und dann ziehen wir unsere Lehren daraus. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Genau, der HSV ist zu Gast. Ramon, teilen Sie diese Einschätzung, also über das neue Stadion, auch den Zusammenhalt der Fans, das Zusammenwachsen. Wie ist das bei Ihnen im Fanclub? Sind da mehr Mitglieder vielleicht sogar dazugekommen jetzt durch die Erweiterung? Also wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit gehabt, mehr Karten ranzukommen, was wir natürlich auch ausgenutzt haben, ist klar. Ich stehe nach wie vor noch halt auf der Süd, auf der Fantribüne. Da sind wir auch durcheinander gewürfelt worden, ist ganz klar. Wenn man reinkommt, versucht man halt irgendwo Fuß zu fassen. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist mit der Haupttribüne. Aber wie er schon sagt, das sind so viele Neue, die müssen sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, dass man nicht 10 Minuten nach Spielbeginn erst kommt, sondern vielleicht 20 Minuten vorher. So Sachen. Aber ich denke, das wird schon noch werden. Denke ich auch, ja. Ben, sind Sie auch zuversichtlich? Ja, natürlich. Aber das muss ja wachsen, wie eine Mannschaft auch zusammenwachsen muss, müssen die Fans zusammenwachsen. Und wenn ich an meine ersten Stadionbesuche denke, dann war das für mich, ich bin eine halbe Stunde vorher da und dann geht danach wieder. Und heute ist das für mich ein komplettes Rahmenprogramm. Also ich gehe ja nicht nur hin wegen dem Spiel. Ich treffe ja Freunde und habe da Kontakte. Und dann bin ich halt ja schon mal 1,5 Stunden davor im Stadion. Und das wächst natürlich alles noch viel mehr. Und dass die Leute das dann zu schätzen wissen und dann auch mal mitsingen können, erstmal die Lieder kennenlernen und was sie machen müssen. Ich glaube, das wird immer lauter. Also wir werden da richtig gut noch, da werden dann die Gegner vor der roten Wand werden noch mehr zittern als jetzt schon. Ja, der Meinung bin ich auch. Der entscheidende Punkt ist, das muss man auch von der Geschichte des Vereins und von seiner Entwicklung sehen. Die 20.000, die letztendlich im Bruchweg waren, die haben auch die gesamte Geschichte miterlebt, diese verpassten Aufstiege, oder auch die Spiele, die jetzt im Bruchweg stattgefunden haben, dass man am letzten Spieltag einfach noch die Klasse erhalten hat. Da ist ja eine Fangemeinde zusammengewachsen. Der Verein Mainz 05 hat sich natürlich auch jetzt gewandelt, logischerweise. Was wir aber nicht wollen, ist, dass wir das Herz, was wir am Bruchweg hatten, verlieren. Das werden wir auch nicht verlieren. Aber man muss einfach sich selbst ein bisschen orientieren und sagen, mein Gott, jetzt bezahle ich halt mit einer Karte. Jetzt, wir müssen das Ganze auch den modernen Gegebenheiten anpassen und auf dem Weg sind wir. Im Übrigen haben das alle anderen Vereine genauso erlebt. Das ist nicht alles rund gelaufen, sondern man muss eben ein bisschen Zeit auch selbst sich nehmen und auch immer sagen, passt mal auf, wäre ja schlecht, wenn alles so perfekt läuft, dann kannst du ja nichts mehr verbessern. Das wäre eigentlich der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte. Wir wollen ja auch einen Schritt nach vorne noch tun. Richtig. Und das Stadion ist dafür bereit. Es ist groß genug, dass es eine richtige Atmosphäre hat. Es wird gut angenommen. Viele Spiele bereits schon ausverkauft gewesen. Und, aber auch viele Fans, die meinen dort auch nicht nur anzufeuern, sondern das auch noch unterstützend mit Pyros zu machen. Wir hatten kurz vorher darüber gesprochen. Ein Thema im Fußball, was man wahrscheinlich nicht so schnell wegkriegt, oder Ben? Nein, ich glaube nicht. Das ist auch die Medien pushen es ja auch gerade extrem und ich glaube, dass wir vorhin schon gesagt haben, wir können eine Sondersendung darüber machen. Es ist und bleibt verboten, das hat Harald Strutz vorhin auch schon gesagt, das ist richtig, dass es schön aussieht. Da hat dann jeder seine eigene Meinung. Ich finde, es sieht sehr schön aus. Die Medien versuchen natürlich auch mal, wie es gerade passt. Einmal ist es eine südländische Atmosphäre oder südländisches Flair, dann finden sie es toll. Dann werden die Bilder auch gerne in den Zeitungen genutzt und einmal sind es dann halt die Krawallmacher. Ich glaube, da muss dann jeder seine eigene Meinung haben. Ich hoffe mal, dass die Fans und die Verbände da jetzt wieder in die Gespräche gehen und dass man sieht, dass man da mit einer Einigung rauskommt und dass es sich das nicht so verbeißt.
Gut, es geht aber auch ums Monetäre bei der Geschichte. Ja, natürlich. Ich meine, wir bezahlen jetzt mittlerweile auch genug Strafen. Also ich meine, man muss natürlich auch sehen, die Entwicklung ist so unvorhersehbar schnell geworden und gewesen, ob die Vorfälle jetzt in Dresden, in Rostock, in anderen Stadien, bei uns ja letztendlich auch. Also in Wolfsburg ist auch wieder sichtbar gewesen, dass einige glauben, sie müssen jetzt Pyro veranstalten. Wir bezahlen es. Also wir haben schon über 20.000 Euro jetzt letztendlich auf der Uhr. Muss ich ehrlich sagen, finde ich auch nicht so spannend, weil das fehlt uns, und zwar nicht in die Investition für Spieler, sondern ganz einfach für die anderen Aufgaben, soziale Aufgabe oder auch in die Fanarbeit, ins Fanprojekt eben zu investieren. Da muss ich sagen, man muss auch akzeptieren, es gibt ein Gesetz. Und wir als Fach, weder als Verein noch die Verbände können sich über die Gesetzeslage hinwegsetzen. Jetzt gab es diese unsägliche Aussage eines Sicherheitsbeauftragten des DFB, der jetzt schon nicht mehr da ist, dass man eventuell daran denken könnte, ein Pyro zu legalisieren. Aber das war natürlich auf einem Weg, und da muss ich sagen, das weiß auch der DFB, das wissen auch die Verbände und Vereine, das war eine falsche Kommunikation. Aber sich jetzt daran festzuhalten und daraus Enttäuschungen zu konstruieren und zu sagen, ihr habt doch gesagt, dass... Das ändert auch nichts daran, dass ich aus meiner Rolle weder als Verantwortlicher für einen Verein noch als Verbandsverantwortlicher sagen kann, es interessiert mich das Gesetz ganz einfach nicht. Und die Vorfälle, die jetzt mittlerweile alle passieren, ob innerhalb oder außerhalb des Stadions, führen doch zu einem. Glauben Sie nicht im Ernst, dass die Polizei überhaupt noch eine Ausnahmegenehmigung erteilen kann? Weil erstens mal ist es gesetzeswidrig und zweitens mal ist es in der Tat gefährlich. Weil letztendlich sind... möchte ich mal gerne wissen, wenn jetzt wirklich einer damit auch eine schwere Verletzung hat, wie andere, die dafür sind, dass man Pyro einsetzt, dann reagieren würden. Es ist ein Pyro verursachen bis zu 1000 Grad eben Hitze. Und ich meine, wenn du halt Pech hast, es gibt ja genug Beispiele, da ist es halt passiert. Also es gibt wahrscheinlich jeder, der sagt, manche sind ja schöne Bilder, aber mal ganz im Ernst, ist es das wert, dass Menschen gefährdet werden? Ich sage da ganz klar, nein, das kann nicht sein. Gut, wie kann es verhindert werden? Das bleibt ja nach wie vor ein Problem. Andere Vereine haben jetzt über eine Pyrosteuer irgendwie nachgedacht, den Zuschlag, dass es auf eben genau diese Blöcke, wo sowas abgefackelt wird in vornehmlich chemischer Art und Weise, dass da 1 bis 2 Euro mehr verlangt werden. Ist das ein Weg der Regulierung? Das ist ja dann wieder das Gießkannenprinzip. Also dann werden ja wieder viele andere auch bestraft. Ich glaube, es ist wirklich diese Kommunikationssache. Ich glaube, viel Pyro, die jetzt gezündet wurde, ist so eine Trotzreaktion, weil man eben gehofft hatte, dass die Gespräche stattfinden. Und ich hoffe mal und denke, dass der DFB und die DFL jetzt auf einem guten Weg sind, dass es jetzt so eine Taskforce geben soll, dass da auch Fanvertreter jetzt mal mit drin sitzen, dass solche Themen auch wirklich mal besprochen werden, weil geredet wurde in letzter Zeit eigentlich kaum. Es wurde nur, die einen haben es über die Medien gesagt, die anderen haben es über ihre Pyro geantwortet, und da muss dann halt gescheit mal an einen Tisch wirklich gesetzt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, und geredet werden. Und ich glaube, dann könnte es auch einen guten Konsens geben. Ja, aber da muss ich einen Satz ergänzen. Wir sprechen jetzt auch selbst in den Fanszenen, also selbst bei den Ultras, ist ja nicht jeder begeistert jetzt nur von Pyro. Und auch bei den übrigen Fangemeinden. Man muss halt auch mal sehen, wer möchte es denn? Und wer, wenn er entscheiden kann, um abzuwägen, wo ist das Gefährdungspotenzial und wo ist es eine Situation, die mich ganz einfach optisch anspricht. Das sind halt die Punkte, und da kann man auch von keinem verlangen, dass er eben jetzt nur darauf hofft, jetzt in einem Dialog letztendlich eine Lösung zu finden. Das muss sich entwickeln, aber ich glaube, dass es in den nächsten Jahren keine Gesetzesänderung geben wird. Und ob es dann gerechtfertigt ist, dass einige glauben, jetzt Druck ausüben zu können auf Vereine und Verbände, die eigentlich gar nichts dazu können, um damit zu glauben, es kommt eine Gesetzesänderung. Das ist natürlich ein gefährlicher Weg, dass man heute auch vielleicht andere Punkte, die damit zusammenhängen, auch Krawalle, die hier entstanden sind, dass man alles jetzt in einen Pott wirft und sagt, alles ist ausgelöst durch die Pyro-Diskussion. Das ist eine schwierige soziale Aufgabe, aber insbesondere politische Aufgabe des Staates, die er zu lösen hat. Und da können wir zwar unterstützen und aufklären, wir können auch im Dialog sein, aber wir können es nicht einfach ändern. Und wir sind auch nicht dazu legitimiert, zu sagen, ihr könnt das machen, obwohl das gesetzlich verboten ist. So einfach ist das. Gut, das ist die eine Sache, aber ein Bengalo-Zuschlag bei Mainz 05 ist aus Ihrer Sicht gar nicht diskutabel. Damit würde ich ja anerkennen, dass Bengalo überhaupt legal ist. Mhm. Das geht ja gar nicht. Also, wir haben auch nicht das Problem, jetzt, also viele, es ist ja auch nicht so in den eigenen Stadien.
Meistens ist es ja so, wenn Fans in andere Stadien fahren. Das ist ja das Problem. In den eigenen Stadien haben wir es ja Gott sei Dank jetzt noch nicht, weil dann kriegen wir ja noch ein zusätzliches Problem. Weil unsere Fans müssen ganz einfach anerkennen, dass wir nicht, wir dürfen und wir können es ganz einfach nicht. Und wir sollten auch uns da nicht auseinander dividieren lassen von Einzelnen, die glauben, mit diesem Druck auf andere eben etwas durchsetzen zu können, was niemals der Fall sein wird. Nämlich die Legalisierung von Pyro. So. Ich glaube, das Thema kriegen wir heute nicht mehr ausdividiert, aber auf jeden Fall einen klaren Standpunkt. Vielen Dank dafür. Ein ganz anderes Thema ist letzte Woche auch noch aufgeploppt. Der DFB-Chef, der Theo Zwanziger, hat sich kurzfristig verabschiedet, beziehungsweise auf Raten. Nächstes Jahr wollte er zurücktreten, etwas frühzeitig. Ben, für Sie überraschend? Ja, sicherlich kommt es überraschend, aber er hat es ja schon mal so ein bisschen durchsickern lassen, dass er das nicht auf ewig machen wird. Und ja, ich glaube, er weiß, er hat sehr viel gute Arbeit geleistet, das muss man auf jeden Fall sagen. Also ich glaube, der DFB stand selten so gut da, auch was die Nationalmannschaft angeht, auch ein paar Fehler gemacht, was die Kommunikation vielleicht angeht. Aber ich finde es absolut legitim, dass er das macht. Ist natürlich schade, aber ja, also ich war überrascht, aber ich glaube, es ist jetzt kein Zusammenbruch des DFBs. Okay, er hat aber auch für viele Schlagzeilen in seinen Jahren gesorgt. FIFA-Skandale, Alleingänge, Kommunikationsfehler, die FAZ schrieb, der Problempräsident. Raimund, ist das in Ordnung? Jetzt nicht, dass man drüber schreibt, sondern dass er zurücktritt, so kurz, so überraschend? Ja, also die Gründe kann ich absolut nachvollziehen. Also er sagt, er will sich jetzt einfach mal ein bisschen zurückziehen und es gibt noch was anderes wie den DFB auf dieser Welt, dass er auch noch, er hat glaube ich gesagt, gesund erleben möchte und auch noch ein paar Jahre genießen möchte. Absolut legitim, nachvollziehbar. Ich finde es schade. Er war wirklich ein sehr, sehr guter Präsident. Er hat das Thema, wo wir jetzt stehen, wirklich auch sehr, sehr weit nach vorne gepusht. Homophobie im Fußball, das muss man wirklich ihm neidlos anerkennen. Das hat er wirklich weit nach vorne gebracht, hat viel erreicht. Ich war sehr zufrieden mit ihm. Sehen, was halt nachkommt. Harald, Sie sind ganz nah dran an der Basis dort oben. Wie war das bei Ihnen mit den Kollegen? Wie haben Sie diese Entscheidung aufgefasst? Hat sich das schon abgezeichnet alles? Oder? Also wir waren jetzt nicht begeistert, weil es während der Weihnachtsfeier war, das DFB-Präsidium und des Vorstandes. Also, und gut, es ist... da kann man... Ich sag mal, es ist interessant zu hören, wie es eben von beiden gesagt worden ist, wie sie Theo Zwanziger bewerten. Da muss ich sagen, das stimmt auch vieles. Er ist in der Tat, hat er sich keinem Thema verschlossen, hat viele Aufklärungsarbeit, viele soziale Projekte angestoßen, viel politische Diskussionen geführt, hatte sehr schwierige Probleme auch zu lösen. Und wenn er jetzt sagt, ich möchte jetzt ganz einfach mal einen anderen Weg gehen, ich möchte auch mich mehr ein bisschen zurückziehen, ich möchte mehr meine Tätigkeit UEFA oder FIFA, man wird sehen, ob das dann funktioniert, weil letztendlich die DFB-Gremien zu entscheiden haben über die Wahl eines Präsidenten und Vertreters des Deutschen Fußballbundes, aber die Wahl ist nun mal auf seine Person bezogen für die internationalen Gremien. Und das ist die eine Seite, aber der Zeitpunkt, den fand ich jetzt, ehrlich gesagt, das habe ich auch zum Ausdruck gebracht, jetzt nicht ganz so glücklich, weil wir waren in der Tat etwas überrascht dafür und darüber. Und der entscheidende Punkt ist dann, dass viel spekuliert wird. Und wenn ich einen Rücktritt ankündige, ja im Zeitraum von 10 Monaten, ist es natürlich jetzt für einen Verband eine große Aufgabe, erstens mal jemanden zu finden, aber auch für denjenigen, der ausgesucht wird und der auch das Vertrauen der Landesverbände hat, der auf der einen Seite Amateurvertreter, aber auch Vertreter des Profifußballs sein muss. Denn wir als Deutsche, als Fußballliga oder der Ligaverband Profifußball, muss ja mit dem DFB zusammenarbeiten. Ja. Und das haben wir in den letzten Jahren wirklich hervorragend geschafft. Jeder akzeptiert den anderen, weil wir voneinander abhängig sind. Es gibt nur einen deutschen Fußball. Aber jetzt wird die große Aufgabe sein, nach Theo Zwanziger eine integere Persönlichkeit zu finden. Aber ich bin sicher, dass wir das auch schaffen werden, der diesen Weg genauso mitgeht. Und da bin ich mal gespannt, wer letztendlich dann das Vertrauen von allen bekommt. Ja, als Nachfolger sind ja schon ein paar heiße Favoriten im Gespräch, Herr Niesbach und Herr Staudt. Jetzt aber die Frage, der Hoeneß sagte es schon ganz passend, das wird jetzt hier wieder hochgekocht über Wetten, dass die Nachfolge. Ist das jetzt so dringend, so wichtig, dass der Name sofort folgt oder kann man das jetzt ein Jahr lang durchaus ein bisschen sich nähern, dieser Wahl? Ich glaube, machen die Medien, fangen natürlich jetzt an. Also die so. Medien fragen ja bei jedem nach. Also ich glaube, die Leute nun sich ins Gespräch bringen oder nicht. Mein Raubal wurde sofort gefragt, der hat abgesagt. Hoeneß wurde gefragt, der hat abgesagt. Und das pushen die Medien. Die haben jetzt natürlich auch nicht so viele Themen im Moment. Jetzt geht es auf die Winterpause los und die versuchen das jetzt mitzunehmen, damit sie noch ein bisschen Themen haben.
Ich glaube, da ist im Hintergrund, läuft da schon einiges und abwarten. Also ich glaube, die Spekulationen bringen am Ende bringen auch nichts. Und wie bei Wetten, dass am Ende wird irgendein auf der Couch sitzen, auch wie beim DFB wird irgendeiner wieder an der Spitze stehen. Was dem Fußball insoweit natürlich nicht gut tut, wenn es eine so lange Zeitdiskussion gäbe. Deshalb wäre es ganz wichtig, dass man schon relativ zeitnah, und zwar das betrifft die Amateurverbände und auch den Profifußball, letztendlich zumindest mal intern sich auf eine Person und eine Persönlichkeit einigen würde, damit einfach mal diese Spekulationsluft da raus ist aus der ganzen Geschichte. Weil das tut uns ganz nicht gut, weil das hat man oft genug erlebt. Es gibt diesen Begriff der Lame Duck, das ist nun mal so in der Politik. Und das wollen wir natürlich bei TO20er nicht erleben. Aber das waren auch die Kommentare, die letztendlich natürlich logische Konsequenz sein müssen von dem, was er natürlich an diesem Abend auch gesagt hat. Also ich glaube, da kann er sich auch nicht beschweren, aber das wird er auch akzeptieren. Der kann ja schon einiges vertragen. Was wird Ihnen denn persönlich nicht fehlen aus der Ära 20er? Also diese Frage ist natürlich, so wie sie gestellt ist, kaum zu beantworten. Was wird mir nicht fehlen? Ich sage mal so, mir fehlt viel mehr als Vertreter des Profifußballs, sein Verständnis für den Profifußball, die gute Zusammenarbeit, die wir als Verbände untereinander entwickelt haben. Natürlich muss man auch immer überlegen, wir reden über Fußball und wir haben nicht nur zu kommentieren als Dachverband politische Themen oder gesellschaftspolitische Themen, gesundheitspolitische Themen, Umweltthemen, sondern wir reden eigentlich als Fachverband immer über Fußball. Das Thema ist natürlich heutzutage, dass Fußball in allen Bereichen so aktuell ist, dass du jedes Thema in unserer sozialen Welt mit Fußball auch verbinden kannst. Und dann wirst du auch in einer Funktion als DFB-Präsident immer gefragt dazu, was nicht einfach ist, da zu sagen, also jetzt gebe ich mal keinen Kommentar ab. Und das sind Dinge, die man sich ganz einfach auch immer wieder vor Augen führen muss, dass wir letztendlich über den Bereich, über die Fußballwelt sprechen, zwar nicht völlig losgelöst, aber immer noch in einer, sag ich mal, in einem Bereich sind, der den Menschen Freude macht und die einfach sich wohlfühlen sollen und sagen, Mensch, wir sind Fußball und wir haben ja auch ein bisschen Hoffnung, mit viel Freude und viel Siegen die Menschen glücklich zu machen. Schönes Wort auch jetzt wieder zum Schluss auf den Hinblick zum nächsten Spiel gegen zu Hause gegen HSV. Auch da wollen Sie wieder Freude haben, die Herren, denke ich mal. Raimund, worauf freuen Sie sich am meisten auf diesem Spiel? Das letzte Heimspiel im Stadion. Erstmal die Atmosphäre im Stadion, ist klar, nochmal zu haben. Und in der Hoffnung, dass es einfach ein gutes Spiel wird. Dass unsere Jungs genauso gut drauf sind wie gegen die Bayern. Und da auch nochmal vielleicht so einen Sturmlauf abwackeln können. Das wäre. Ben, was wäre der Schlüssel zum Sieg gegen die Hamburger? Ja, ich glaube einfach beherzt zu spielen. Mutig nach vorne und einfach die Stimmung, die im Stadion aufkommt, mitzunehmen. Und ich freue mich sehr auf das Spiel. Ich freue mich aber auch sehr auf das Spiel der Herzen, was dieses Jahr wieder gegen den HSV ist, wo der Verein zusammen auch mit den Supporters Mainz eine große Verkaufsaktion wieder startet, wo immer sehr viel Geld eingenommen wurde für karitative Einrichtungen hier in Mainz. Und ich glaube, das ist für viele Fans mittlerweile schon echt ein Highlight. Das hat sich so ein bisschen eingespielt. Und wenn wir dann noch gewinnen und noch was Gutes getan haben, indem wir sehr viel Geld gesammelt haben, ich glaube, das ist dann so ein perfekter Abschluss in die Winterpause. Wenn wir gewinnen, ist er perfekt. Wenn wir unentschieden spielen, ist er halb perfekt. Wenn wir verlieren, ist es nicht perfekt. Das ist im Fußball so. Aber Sie wären trotzdem zufrieden. Ihr Fazit dann aus dieser feinen Hinrunde bisher? Ja, rechnen Sie jetzt 3 Punkte noch dazu oder nicht? Also wenn wir jetzt keine Punkte mehr sagen holen, wir mal bis jetzt, da muss man zwar zufrieden sein, aber so absolut zufrieden ist man natürlich nicht, weil wäre schon schön, wenn man an diese Leistung, die wir jetzt zuletzt gezeigt haben, anknüpfen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man zu Hause noch das eigene Publikum mit begeisterndem Fußball in die Winterpause schickt. Ich sage, man kann nicht immer voraussagen, dass wir gewinnen, aber zumindest sollten wir nicht verlieren. Sehr gut. Also wir drücken den Mainzer die Daumen, dass sie das letzte Spiel vor der Winterpause gegen den HSV dann auch noch gewinnen. Vielen Dank, die Herren, dass Sie heute meine Gäste waren. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Das war gut gekickt, das Fußball-Fan-Magazin hier auf Gutenberg TV. Und diese Sendung können Sie sich gerne noch einmal ansehen bei uns in der Mediathek auf gutenberg.tv. Und da freuen wir uns auch über Ihre Zuschrift, wenn Sie einmal selbst hier mitdiskutieren möchten. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.